Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen freshen Folge von Let's Play Clash of Clans. Heute unter dem Motto neuer Clan. Ja, ich habe den Clan gewechselt und ich bin jetzt in dem Clan Hashtag Yunu Gazai. Ich frag mich nicht, wie man auf den Namen gekommen ist, aber naja. Ja, was werden wir in der heutigen Folge machen? Ich würde mal sagen, ich werde erstmal ein paar aus dem Clan vorstellen. In den Clan sind wirklich sehr viele nette Leute und falls ihr über Level 80 seid und Bock habt, in unseren Clan zu kommen, schickt einfach eine Anfrage. Okay, wer on? Ich nehme auf. So, falls ihr das neue Video von Kolf gesehen habt, gehabt. Ja, also erstmal Respekt an das Intro. Nur die Musik dazu, die finde ich nicht so passend. Die hört sich an, als wenn Schaf Geschlechtsverkehr hätte. Also, ja. Aber ich will das Intro ja auch benutzen. Irgendwie kommt es nur nicht bei mir an. Ich weiß auch nicht, woran das liegt. Okay. Ich würde mal sagen, wir fangen erstmal an. Wir besuchen Benny Champ, Level 121. Davon bin ich noch weit entfernt. Rat ist Level 10. Ja, davon bin ich noch ganz weit entfernt. Ja, was soll ich zu dieser Base sagen? Sieht geil aus. Inferno-Türme auf 2. Läuft. Womit greifst du denn an? Golem, Hexen. Ballons und Lakaien. Naja, läuft. Besuchen wir jetzt den zweiten Hardcore-Gamer. Level 82. Rathos Level 9 sieht etwas zerstört aus. Wo greift er denn an? 12 Schweinereitern, 8 Bogenschützen, 8 Magiern und 5 Drachen. Okay. Wahrscheinlich für einen Clankrieg, der gerade stattfindet. Den dritten DJ 2000. Oh ja, geiler Name. Eine Rathos Level 8 Base. Trophy Base. Das sieht auch gut aus. In den Clan sind ja alle relativ hoch mit dem Level. Rathos Level 8 nicht. Ja, ist ein Farmer. Sieht so aus, als wenn er so eine Max Out Base machen will. Er hat da schon Tesla auf 6, auf 5, ja, meine sind erst auf 4. Ich habe mir nur so vorgenommen, also die Teslas, die werde ich erst später upgraden, nachdem ich jetzt alle Bogenschützentürme auf 10 habe. Rängen hatten wir gerade, oder? Ja, ich glaube schon. Besuchen wir jetzt Dennis? Ich würde mal sagen, ich besuche erst die ersten 10 und die anderen kommen dann im nächsten Video dran, weil das für euch dann auch relativ langweilig wird. Rathos Level 10. Ich glaube, du bist viel zu früh hochgegangen, aber das macht ja nichts, wenn du das wolltest. Hat schon Inferno-Türme, X-Bögen, Minenwerfer. Aber die Base sieht relativ gut aus. Alles ist gut positioniert. Ja, alles ist gut positioniert. Okay. Gehen wir mal weiter in den Clan. König Felix, okay. Der ging. Ein Rathaus 8 Trophy Base. Was kann man dazu sagen? Ja, alle Minen, also die Minenwerfer sind ein Viereck. Der wird hier gerade auf 5 ausgebaut. Die Magiertürme stehen fast im Dreieck. Ja, sieht doch auch relativ gut aus. Ja, gehen wir mal weiter. King Domi. Schon wieder so ein King. Rathaus Level 10 und alle Skelettfallen, die er hatte, stehen vorm Rathaus. Also ich würde keine Fallen vom Rathaus machen, das wäre mir immer viel zu teuer, aber naja, ist ja deine Entscheidung. Hat auch beide Inferno-Türme, Minenwerfer, X-Bögen. Okay, gehen wir mal weiter. Jetzt mit dem 10. Jonas. Besuchen. Rathaus Level 9. Was kann man zu dieser Base sagen? Sieht eigentlich relativ gut aus, aber ich glaube, du bist auch noch nicht so lange Rathaus Level 9, oder? Weil du gerade hier das Armeelager ausbaust auf 7 und hier der Minenwerfer auf 6. Womit greifst du denn an? 39 Magier? Ui.
So Only Magier würde ich nicht gerade so empfehlen, wegen die halten halt nicht viel aus. Deswegen muss man zum Beispiel Golems oder Pekkas oder sowas vorsetzen, die so als Tank dienen. Ja, also nicht böse sein, andere Member, dass ich euch heute nicht besucht habe. Ich werde euch in der nächsten Folge besuchen, da das für meine Abonnenten. Ich habe zwar noch nicht so viele, aber die 22, die ich habe, für die wird es dann ja auch langweilig. Und ich würde mal sagen, wir greifen jetzt einfach mal an, damit die Folge ein bisschen spannender wird. Ach ja, bevor wir jetzt angreifen, wollte ich euch nochmal fragen, was ich so in den nächsten Folgen machen könnte, da ich im Moment, also mir fällt nichts ein. Ich würde ja auch gerne so Abonnenten-Based-Reviews machen. Aber ich habe ja noch nicht so viele Abonnenten, deswegen bringt es das nicht so. Naja, aber ich habe 22 Abonnenten. Falls einer Bock hat, dass ich einen besuche, könnt ihr es ruhig in die Comments schreiben mit euren Klarnamen. Am besten mit diesem Hashtag-Kürzel. Ja, und ich würde mal sagen, ich greife dann an und ich werde auch die Gegnersuche überspringen. Ciao. Ciao, bis gleich. Den nehmen wir uns. 268k Gold und 287k Elixier. Erstmal mit ein paar Barbaren so ein paar Außengebäude kaputt machen. Ja, ich spiele jetzt wieder am PC und das ist ein bisschen blöd, damit Barsch anzugreifen, weil ich keinen Multitouch hier habe. Den Loot müssten wir trotzdem bekommen. Jetzt können wir mit dem Bogenschützen hinterherkommen. Hier ist noch Minensammler, natürlich, Elixiersammler. Ja, ich hab's verstanden. Hier ist noch ein bisschen, schicken wir ein paar Barbaren als Tank vor. Jetzt die Bogenschützen dahinter. Aber der meiste Loot scheint doch in den Lagern zu sein. Mist. Egal. Ein bisschen Beute haben wir schon bekommen. Schicken wir noch die Helden hinterher. Die werden sich schon ein bisschen durchkämpfen. Ich glaube, als nächstes werde ich erstmal die Bogenschützenkönigin auf 4 machen und die dann direkt auf 5, denn dann hat sie ja die Fähigkeit. Die wird dann ja so unsichtbar und halsig. Ah, vielleicht bekommen wir noch etwas Beute. Scheint noch gut zu gehen. Der Barbarenkönig dient so als menschliches Schutzschild für die Bogenschützenkönigin. Ja, läuft. Er hat auch schon Tesla auf 5 oder 6. Meine sind erst auf 4. Ja, ich werde die ja nach dem Bogenschützen-Türm upgraden. Oh ne, nicht die Skelettfalle. Eigentlich sind die Skelette da nicht so stark. Boah, der Barbarenkönig hält schon richtig viel aus. Jetzt kann meine Bogenschützenkönigin ein bisschen aufräumen. Oh, komm, ein bisschen Dunkles wäre noch schön. Aber Gold kann auch nicht schaden. Mir fehlen ja noch 2 Bogenschützentürme auf 10. Hättest du dir nicht erst das Dunkle holen können? Na, egal. Das meiste scheint ja an den Bohrer da zu sein. Zwei Sterne und jetzt geh aufs Dunkle. Nein, nicht auf den Tesla, aufs Dunkle. Oh Mann. Ja, wenigstens etwas Dunkles bekommen. 83%, 181k Gold, 234k Elixier. Läuft. Und 21 Pokale. Ich will ja wieder in Goldliga 2 kommen. Da fehlen mir noch 35. Okay, nachproduzieren. Nur 4 Tage, dann habe ich endlich Hexen. Dann können wir mal so einen Go-YY-Angriff machen. Wurde auch langsam Zeit. Also Golems, Magier und Hexen. Dann kann ich mal gucken, wie stark die Hexen sind. Hier ist noch ein Angriff. Den gucken wir uns noch schnell an. Hallo. Geht doch.
173k Gold und 249k Elixier. Mal gucken, was der liebe Wopsis OW gemacht hat. Okay, der hat erst geguckt, ob was in der Clanburg ist. Das ist gut. Das vergessen ja die meisten immer. Aber ja, der scheint aktiv zu sein, der Spieler hier. Aber das ist auch schon so eine halbe What the fuck Base. Also wenn man überlegt, auf Rathaus Level 8 kann man Mauern Level 8 haben und der hat hier nur Mauern Level 5 und 4. Das ist nicht gerade stark. Ich spule mal ein bisschen vor. Nicht so, das sind viel zu viele Truppen, das leckt schon. Ja, der hat die auch 100% gemacht. Ja, das, der ganze Loot war auch in den Minen, natürlich, in den Lagern. Hast du stark gemacht, alles geholt. Und 100%. Ja, jetzt passiert nichts mehr Tolles, können wir auch abbrechen. Nach Hause. Nach Hause. Okay, der Akkustand ist niedrig. Falls euch das Video gefallen hat, könnt ihr es ruhig positiv bewerten. Und ich würde mal sagen, das war's dann für dieses Video. Bis später. Ciao.